große Euphorie in der Schwimmhalle Schöneberg, denn ja, sie haben es schon wieder getan. Die Siegesserie der Wasserfreunde Spandau 04 will einfach nicht abreißen. Nach ihrem ersten Sieg in der Champions League gegen Kasan wollen sie auch in der Bundesliga nichts anbrennen lassen. Noch immer haben die Spandauer eine weiße Weste, das soll auch so bleiben. Die letzten 7 Spiele konnten die Spandauer bereits für sich entscheiden. Das 8. sollte heute am Samstag vor dem 2. Advent gegen den Amateursportclub aus Duisburg folgen. In unserem Team ist es sehr gut, dass wir eine starke Defense haben. Und vorne schießen wir halt die Dinger konsequent rein. Also wir haben sehr erfahrene Spieler in der Mannschaft, auch durch die Champions League sammeln wir viel Erfahrung. Aber das zeigt sich dann auch in der Bundesliga. Geheimfavorit sind die Spandauer, die Wasserfreunde schon lange nicht mehr. Seit Jahren dominieren sie die deutsche Wasserball-Bundesliga und sind mehrfache Meisterschafts- und Pokalsieger. Nur ganz knapp hatte es in diesem Jahr nicht für den Supercup-Titel gereicht. Doch die Spandauer sind stark, man möchte meinen, unbesiegbar. Auch dieses Spiel diktieren sie von der ersten Minute an und lassen den Gästen aus Duisburg keine Chance. Mit 8 Trainingseinheiten in der Woche sind die Spandauer konditionell sehr gut aufgestellt. Doch es ist die individuelle Klasse, die das Team ausmacht. In den Reihen der Wasserfreunde lässt sich kaum ein Spieler finden, der nicht auch für die Nationalmannschaft spielt oder spielen könnte. Dazu treffen erfahrene Institutionen auf die Spieler von morgen, wie zum Beispiel auf den 16-jährigen Alex Sekulic. Auch sie sollen jetzt schon viel Erfahrung im Wasser sammeln. Anfang an gut losgelegt. Ich war, glaube ich, 5-0, 5-1. Super Start erwischt. Konsequent weitergespielt. Natürlich gab es mal ein paar Dinger, wo man besser arbeiten kann. Aber im Endeffekt haben wir souverän gespielt. Am Ende gewinnen die Gastgeber eindeutig mit 17-10 und behalten ihre makellos weiße Weste. Mit dieser Bilanz haben die Spandauer eine sehr gute Chance, auch diese Saison den Meistertitel zu holen. Und dann wird die Freude in der Schwimmhalle Schöneberg noch größer sein. Danke.